Und ich rufe auf den Einzelplan 09, Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Sonst beginnt der Kollege Gernot Krumbach. Ja, haben Sie gesagt, Kollege Bellino, machen Sie das mit der Landesregierung aus. Ich bin ja neutral. Kollege Krumbach hat das Wort. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin! Es ist ein bisschen schwierig in 5 Minuten. Ich habe einen Moment überlegt, ich habe ja bei Ihrer dritten Amtseinführung – die eine war rot-grün – gesagt, ich werde immer sagen, es ist zu wenig, weil das ja auch von der Opposition erwartet wird. Und in der Tat, es geht nicht darum, Sachen, die Sie machen, aufzustocken, sondern es geht darum, Dinge ein bisschen anders zu akzentuieren. Ich will es an 3 Beispielen deutlich machen. Wir haben in ganz Hessen das Problem, dass im ländlichen Raum die Dörfer Siedlungsprobleme haben durch Bevölkerungsschwund und Ähnliches mehr. Und ich finde schon, dass man in dieser Situation Fragen wie Dorferneuerung nicht mit reduzierten Bewilligungsvolumen fahren kann, sondern mit erhöhten Bewilligungsvolumen, weil wer Stadt und Land ausgleichen will, muss das machen. Der zweite Punkt hat sich ja schon bei der kursorischen Lesung ein bisschen abgezeichnet. Wir haben im Zuge der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der Beratungsleistungen in der Verbraucherberatung. Und ich finde schon, dass man nicht so weitermachen kann, als ginge das wie bisher. Auch dort ist eine andere Akzentsetzung. Bei den Naturparken bin ich noch nicht ganz sicher, sozusagen, ob Ihre Unterstützung da sich nicht noch ein bisschen steigern lässt. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe diese Rolle als umweltpolitischer Sprecher ja zum zweiten Mal in unterschiedlichen Konstellationen. Was hat sich denn geändert? Geändert hat sich gegenüber dem früheren CDU-Minister. Die Ministerin redet andere Texte, und zwar welche, die in der Sache deutlich fortschrittlicher sind. Ich erinnere mich an eine nette Debatte mit dem früheren Minister, der mir erklärt hat, dass Biowaren in Lebensmittelgeschäften doch ein Nischenprodukt seien und dass es wenig Sinn mache, die hessische Landwirtschaft darauf zu orientieren. Das würde Ihnen nicht mehr passieren. Das halte ich alles für einen Fortschritt, und ich finde, den muss man würdigen. Ich finde auch spannend, dass es Ihnen gelingt, in dieser Konstellation deutlich mehr Geld für das Ressort, also auch das muss man ja insgesamt sagen, rauszuholen. Wobei ich das schon ganz witzig finde, wie Sie es schaffen, und darüber reden wir dann ja in der Sache vom Staatsgerichtshof noch einmal, für Dinge, die gut sind. Also ich nenne mal energetische Ertüchtigung von Forsthäusern, halte ich für eine ziemlich gute Idee. Hätte man sowieso machen müssen. Was das mit Corona zu tun hat, habe ich nicht ganz verstanden. Aber es ist halt ein netter Versuch. Dann aber hat mich gestern Matthias Wagner draufgebracht, dass man noch eine andere Betrachtung sehen kann, nämlich wie sieht es in der realen Welt aus. Und da wird es dann wirklich spannend, weil die Botschaft auf der richtigen Welt lautet, dieses Ressort, und das verwalten Sie immerhin jetzt schon in den letzten 2 Phasen seit 6 Jahren, hat deutlich mehr Geld, aber in den 6 Jahren ist der Effekt ziemlich begrenzt. In der realen Welt geben wir Geld für die Biodiversität aus. Die Biodiversität in Hessen verbessert sich nicht, sie wird eher schlechter, und das sozusagen nach 6 Jahren. Wir geben Geld aus für Wassermaßnahmen. Da warten wir gespannt sozusagen auf die Zahlen, die Sie bei den Wirtschaftsplänen haben wollen. Aber es spricht vieles dafür, dass wir an der Stelle mehr Probleme haben, für die Sie nicht immer was können, weil die Reduzierung der Grundwasserbestände hat viel mit Klima zu tun, aber es ist sozusagen ein Punkt, wo die Maßnahmen zwar mit Geld ausgestattet sind, aber sich nicht bessern. Und für uns ist einer der Punkte, und das wird Sie nicht schrecklich wundern, das hatten wir schon in der letzten Runde, wir haben hier eine lange, mehrfache Debatte gehabt über die Frage, wie wir mit Lebensmittelüberwachung umgehen. Und ja, Sie haben Stellen im Ministerium geschaffen. Und ja, die Beschäftigten in den Landkreisen haben jetzt jemanden in Kreuz, der sagt, ihr müsst was machen. Aber Sie selber sind nicht mehr geworden, weil die Landkreise das aus ihren Etats und die Oberbürgermeister nicht ernsthaft finanzieren können. Diesen Punkt haben Sie schlicht ignoriert. Und wer ernsthaft Lebensmittelüberwachung verbessern will, muss dafür sorgen, dass das Geld auch in den Kommunen da ist, selbst dann, wenn die finanzielle Lage angespannt ist. Applaus
Und ich glaube schon, dass wir an der Stelle dann vielleicht noch einmal einen Punkt haben, wo wir über Regierungsstrategie insgesamt reden. Und ich meine das durchaus als eine Frage von Debattenbeitrag. Weil ich erlebe in allen Ressorts ein Stück ein Problem, dass die Landesregierung wenig Probleme hat, Geld zu fokussieren, wenn sie selber alleine darüber entscheiden kann. Aber dann, wenn es um Kooperationen mit Kommunen geht, wird es dann offensichtlich schwieriger. Ich finde, darüber sollten wir hier mal insgesamt in einem anderen Kontext nachlesen, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil viele der Ausführungen von der Lebensmittelüberwachung bis zum Beispiel auch der Frage der Naturparke. Die Naturparke sind Kooperationsprojekte, die im Wesentlichen von den Kommunen getragen wird, aber sie haben eine Schlüsselstellung für die Frage, wie entwickelt sich Natur und Landschaft in Hessen, und sie könnten deutlich stärker sein, aber dort sozusagen gibt es Probleme. Insgesamt, damit meine Kollegin von der Wissenschaft nachher noch ein bisschen mehr Zeit hat, finde ich schon, dass wir zwei Dinge machen müssen. Das eine ist, das werden wir in Anträgen belegen. Ich glaube, wir werden ein paar andere Akzente setzen. Dazu gehört die Frage Ausstattung mit Veterinären. Und der zweite Punkt, wir sollten zusammen mal gucken, ob wir das Geld so ausgeben, dass das rauskommt, was rauskommen soll, oder ob nicht nur die Summen immer größer werden, aber die Effekte immer kleiner. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Grumbach. Das Wort hat der Abgeordnete Michael Rohl, CDU-Fraktion. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der aktuellen medialen Aufmerksamkeit haben neben den Herausforderungen, die uns die Corona-Pandemie stellt, vor allen Dingen die Themenfelder aus dem Umweltbereich eine hohe Bedeutung. Und eines hat Herr Grumbach gerade angesprochen, aber kommt aus meiner Sicht dann zum falschen Schluss. Denn dass dieser Einzelplan insgesamt eher zu den kleineren gehört, hat vor allen Dingen damit zu tun, dass dieses Politikfeld eben in allen staatlichen Ebenen stark eingebunden ist und somit neben Bundesmitteln auch erhebliche Finanzmittel von der Europäischen Union im Rahmen der Gemeinschaftsaufwendungen aufgewendet werden. Entsprechend werden viele der regulatorischen Entscheidungen eben auch auf diesen Ebenen getroffen, und dem Land fällt dann die organisatorische Arbeit, die Umsetzung zu. Diese kann aber nur gelingen, und die gemeinsam formulierten Ziele können nur erreicht werden, wenn alle in diesem Bereich tätigen Akteure, die Kommunen, die Land- und Forstwirte, die Jägerschaft und viele weitere Akteure eingebunden werden und die Umsetzung partnerschaftlich organisiert wird. Dafür muss das Land mit eigenen Schwerpunkten die Anreize setzen. Das wird auch durch die Förderung von Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen der Kommunen deutlich. Ein ganz wesentlicher Teil ist für die Koalition die Förderung des ländlichen Raums. Dieser umfasst rund 80% unserer Landesfläche. Und trotz der Bedeutung der Metropolregionen für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Landes ist die Bedeutung der ländlichen Regionen nicht zu unterschätzen. Hier sind viele Mittelständler und Hidden Champions zu Hause. Hier werden hochwertige und regionale Lebensmittel erzeugt. Von hier werden Energie und Wasser geliefert. Der ländliche Raum ist Naherholungsgebiet und schließlich Heimat für jeden zweiten Hessen. Und nicht erst die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass der ländliche Raum durchaus seine Vorteile als Wohnort und Heimat hat. Die Landesoffensive Land hat Zukunft, Heimat Hessen intensiviert die Anstrengungen, um unsere ländlichen Regionen fit für die Zukunft zu machen. Koordiniert vom Umweltministerium ist es eine Querschnittsaufgabe, zu der jedes einzelne Ministerium, jeder Bereich seinen Beitrag leistet. Im Zusammenhang mit dem Einzelplan 09 sind für die Förderung des ländlichen Raums besonders die Mittel für die Dorferneuerung und das LEADER-Programm hervorzuheben. Unsere Dörfer sind ein Hort des Engagements. Viele Menschen packen hiermit an und kümmern sich um ihren Wohnort, ihren Lebensmittelpunkt. Sie engagieren sich dabei, Zukunftskonzepte zu entwickeln, und jede Förderung, ob klein oder groß, von der Sanierung der Dorfgemeinschaftshäuser über die Instandsetzung von Backhäusern, den Aufbau von Grillplätzen bis zur Einrichtung von Coworking Spaces, das alles ist ein Gewinn und ein Antrieb für die Menschen, sich zu engagieren. Erwähnt werden sollte hier auch das Förderprogramm zum Erhalt von Gaststätten und Hotels im ländlichen Raum. Und gerade die Corona-Pandemie zeigt ja deutlich, dass wir hier auch noch einmal stark unterstützend tätig werden müssen. Wir haben ein ähnliches Programm, aber auch für die Metropolregion. Hierfür sind in diesem Einzelplan rund 15 Millionen € für die Dorfentwicklung und rund 26 Millionen € für LEADER vorgesehen.
Weitere Herausforderungen erwarten uns in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft. Die durchaus dramatische Lage in unseren Wäldern nach Trockensommern und Schädlingsbefall haben hier schon öfter angesprochen. Wir haben hier eine riesige Aufgabe zu bewältigen. Die Schäden müssen aufgearbeitet werden. Allein hierfür werden zusätzlich 14 Millionen Euro bereitgestellt. Gleichzeitig müssen die Kalamitätsflächen wieder aufgeforstet werden, bei Unsicherheit der richtigen Baumarten vor dem Hintergrund des sich veränderten Klimas. Nicht nur durch Corona ist gleichzeitig der Holzmarkt quasi zusammengebrochen. Durch schadhafte Bäume erhöht sich zudem der Aufwand für Verkehrssicherungsmaßnahmen, bei denen wir ebenfalls mit einem Förderprogramm entgegenwirken. Um all diesen Aufgaben zu begegnen, investieren wir wieder stärker ins Personal. Wir werden den Personalbestand bei Hessenforst erhalten und auch wieder verbeamten. Trotz unserer besonderen Verantwortung für den Staatsbetrieb Hessenforst unterstützen wir auch die Privatwaldbesitzer beim Waldumbau, zum Beispiel durch die Absenkung der Beförsterungskosten. Insgesamt stellen wir bis 2023 rund 230 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung, um unsere Wälder nachhaltig zu stärken, damit sie weiter ihre Aufgaben als Rohstofflieferant, Lebensraum, Wasserspeicher, Erholungsgebiet und Klimaregulator erfüllen können. Vielfältig ist die Struktur in unserer Landwirtschaft. Vollerwerbslandwirte, gleich ob ökologisch oder konventionell ausgerichtet, verdienen ebenso unsere Aufmerksamkeit und Unterstützung wie Nebenerwerbslandwirte und mitunter auch diejenigen, die sich in ihrer Freizeit für den Erhalt von seltenen Tierrassen oder die Pflege der Kulturlandschaft einsetzen. Ein neuer Bestandteil unserer landwirtschaftlichen Förderpolitik ist die Weideprämie, die wir im Rahmen des Hessischen Programms für Agrar-, Umwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen dieses Jahr eingeführt haben. Im nächsten Jahr stehen hier 2 Millionen Euro zur Verfügung, und das ist ein erster Schritt, aber es wird angesichts der Probleme, welche die Rückkehr des Wolfes auslöst, sicherlich nicht der letzte Schritt gewesen sein. Die grundlegende Funktion unserer Landwirtschaft ist die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Unsere hessischen Landwirte produzieren hochwertige Lebensmittel, direkt hier bei uns vor der Haustür. Eine flächendeckende, mitunter kleinteilige, bäuerlich, familiär bis mittelständisch geprägte Landwirtschaft genießt einen hohen Zuspruch in unserer Gesellschaft und auch in der Politik. Doch die Landwirte und ihre Familie können weder von Tradition noch von Nostalgie leben. Eine Betriebsführung muss wirtschaftlich profitabel sein. Kleine Flächen und hohe Auflagen für Umweltschutz und Tierwohl sind hierbei durchaus Hindernisse. Aber das sind Hindernisse, die wir weder beseitigen noch aufweichen wollen. Denn ebenso wie die Landwirte wollen wir unsere Umwelt nachhaltig und langfristig nutzen und nicht auf das Umweltschutzniveau in anderen Ländern absinken. Der erhöhte Aufwand muss dann aber auch aufgefangen werden. Der Einsatz von Fördermitteln hilft an dieser Stelle, der gleichzeitigen Erreichung dieser verschiedenen, manchmal gegensätzlich erscheinenden Ziele ein Stück näher zu kommen. Sie helfen unseren Landwirten, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen, sowie eine traditionelle, althergebrachte Branche in die Zukunft zu begleiten. Entsprechend werden wir die 20-prozentige Kofinanzierung für die EU-Fördermittel vollständig finanzieren, damit die größtmögliche Fördersumme hier abgerufen und genutzt werden kann. So erhöht sich die einzelbetriebliche Förderung auf rund 15 Millionen Euro. Den Absatz regionaler Lebensmittel unterstützen wir mit rund 10 Millionen Euro. Im Rahmen des HALM steigen die Ausgaben auf rund 65 Millionen Euro. Das Bewilligungsvolumen vervierfacht sich auf fast 180 Millionen Euro. Weitere 2 Millionen Euro stellen wir für die Förderung der Digitalisierung in der Landwirtschaft zur Verfügung. Wir haben große Herausforderungen vor der Brust. Der vorliegende Einzelplan zeigt, dass die Koalition diese entschlossen angeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rohl. Jetzt kommt die AfD. Teilen sich das der Kollege Gagel und der Kollege Schenk. Kollege Gagel beginnt. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur der Herr Grumbach findet, was im Einzelplan 09, was erfolglos schon seit Jahren läuft, sondern ich finde da auch was. Und nicht nur 6 Jahre, sondern ich kann Ihnen heute sagen, 30 Jahre. Denn, ich habe es hier schon öfter gesagt, Klimaschutz ist nicht Umweltschutz. Einen Schutz des Klimas gibt es nicht. Klima kann man nicht konstant halten. Beim Klima, meine Damen und Herren, gibt es kein richtiges Klima oder gar einen schützenswerten Referenzwert. Sie werden sich daher nicht wundern,
weshalb die AfD-Fraktion Maßnahmen zur Umsetzung von sogenanntem Klimaschutz sowohl im Einzelplan 09 als auch in anderen Einzelplänen grundsätzlich ablehnt. Da das Klima immer variabel ist, genau wie ja auch die Witterung oder das Wetter selbst, ist das Wort Klimaschutz schon ein Widerspruch in sich selbst. Selbst wenn man mal annehmen würde, dass der ganze Zinnober um CO2-Einsparungen mit dem Ziel der Klimaneutralität hier in Hessen auch nur irgendeinen Reduktionseffekt bei den Emissionen hätte, so wird doch bei der Betrachtung als globales Problem schnell klar, dass man hier gegen Windmühlen kämpft. Der CO2-Gehalt, meine Damen und Herren, wird so oder so unabhängig von all unseren Maßnahmen weiter ansteigen. Und davon geht die Landesregierung sogar selbst auch aus. Im Umweltausschuss wurde nämlich kürzlich klar, dass die Landesregierung von der Erfolglosigkeit ihrer eigenen Maßnahmen überzeugt ist. Dies manifestiert sich in einem szenariengemittelt unbeirrten Anstieg der CO2-Konzentration global auf 487 ppm bis zum Jahre 2050. Das muss man sich mal vorstellen, das sagt die Landesregierung selbst. Derzeit liegt der Wert bei 415 ppm. Wie laut sollen denn die Alarmglocken im Jahre 2050 erst klingen, wenn der Wert bei 487 liegt, wenn man heute schon bei 415 als Totschlagargument für alles an jeder politischen Ecke, bei allen Produkten, bei allen Begründungen immer wieder Klimaschutz, Klimakrise, Klimanotstand angedreht kriegt? Der Herr Ministerpräsident hat gestern im Plenum davon gesprochen, dass Klimaschutz für die Landesregierung eine zentrale Aufgabe sei. Der Beitrag Hessens, sagt er, der global nötig sei, müsse aufgebracht werden. Aber schon heute ist klar, dass gemessen am globalen CO2-Gehalt der Atmosphäre von derzeit etwa 415 Parts per Million dieses Vorhaben scheitert, dass der gesamte Klimaschutz scheitert und dass die Klimapolitik insgesamt scheitert, meine Damen und Herren. Sämtliche Versuche, Wetter und Klima zu beeinflussen, sind zum Scheitern verurteilt. Der Mensch kann weder das eine noch das andere beeinflussen, weder mit zusätzlichen noch mit reduzierten Emissionen. Und damit, meine Damen und Herren, können wir uns auf etliche weitere Jahre auf grünen Klimaalarmismus einstellen. Warum? Weil dieser Alarmismus nötig ist, die Bevölkerung bei der Stange zu halten, damit das politische Glaubensbekenntnis der CO2-Klimasensitivität aufrechterhalten werden kann. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist kein Umweltschutz, sondern Klimaschutz ist eine globale Geldumverteilungsmaschine. Wir werden also so lange für etwas zahlen, solange wir leben, was wir sowieso am Ende nicht ändern können und was am Ende wirklich keinen Effekt bringt. Was bedeutet das für den hessischen Haushalt? In erster Linie gehen Klimaschutzmaßnahmen in die Versorgung, in die jahrelange Versorgung der grünen Alarmismus-Klientel mit andauernden Klimaförderungen noch für etliche weitere Jahrzehnte. Bis es zum Politikwechsel irgendwann mal kommt, weil man merkt, dass dies nichts bringt oder nutzlos ist, oder sich vielleicht das Klima doch überraschend von selbst abkühlt, obwohl sich beim CO2 nichts ändert. So ist es nicht verwunderlich, meine Damen und Herren, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, dass wir im Einzelplan 09, besonders im Kapitel 21, aber auch im Einzelplan 17, alle Mittel für Klimaschutz oder Bildung im Klimaschutz streichen wollen. Einzig die Mittel für Klimaanpassungsmaßnahmen halten wir aufrecht im Produkt. Denn Anpassung an Veränderungen von Klima, die wir nicht bestimmen können, in welche Richtung es auch immer geht, halten wir für sinnvoll. Dieser Erfolg von Klimaanpassungsmaßnahmen zeigt sich auch innerhalb kürzester Zeit und kann immer flexibel angepasst werden, selbst wenn es auch mal in eine andere Richtung geht. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Jetzt kommt der Kollege Schenk von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, werte Kollegen! Kapitel 923, Buchungskreis 2895. Dort sehen wir bei einzelnen Produkten Einsparpotenzial.
und setzen auch andere Schwerpunkte. Verehrte Damen und Herren, unsere deutsche Landwirtschaft befindet sich schon seit langem in einer schweren Strukturkrise. Viele Höfe haben aufgegeben müssen und den übrig gebliebenen geht es auch nicht gut. Die andauernden Proteste der Bauern unterstreichen das. Die Ausrichtung auf globale Märkte und Marktpreise, die Freihandelsabkommen für Agrarprodukte führen zwangsläufig in das GAP-System der Ausgleichszahlungen. Das hat die Bauern in die totale Abhängigkeit der Brüsseler, der Berliner und auch der Wiesbadener Agrarpolitiken gebracht. Überbordende Auflagen werden zu Recht als unerträgliche Belastung wahrgenommen. Unsere hessische Landwirtschaft ist zudem noch Spielball grüner Experimente und Markteingriffe geworden. Verehrte Damen und Herren, über das kostspielige, an der Lebenswirklichkeit vorbei betriebene Wolfsmanagement empören sich sogar schon die CDU-Abgeordneten im EU-Landwirtschaftsausschuss in einer Pressemitteilung vom 2. Dezember. Auch ist niemand gegen regionale Vermarktungs- und Verarbeitungsstrukturen. Soweit Ökobetriebe für ihre Produkte mit intelligenter Vermarktung kaufkräftige Kunden finden, ist dies vorbehaltlos zu begrüßen. Dies hat aber im marktwirtschaftlichen Wettbewerb mit traditionell arbeitenden Betrieben zu erfolgen. Die vielfach zu beobachtende Diskriminierung dieser Landwirtschaftsbetriebe verurteilen wir aufs Schärfste. Deshalb die Absetzung derartiger marktverzerrender Haushaltsansätze. Verehrte Damen und Herren, vorausschauende Politik, also Politik, die Risiken antizipiert und dann adäquat handeln, ist nicht erkennbar. Das Gegenteil ist leider immer wieder festzustellen. Beispielhaft aufgezeigt an dem Produkt Nummer 30. Dort schlagen wir zur Tierseuchenbekämpfung im Hinblick auf die in Deutschland ausgebrochene afrikanische Schweinepest eine Verdopplung des Haushaltsansatzes vor. Das heißt, zusätzliche 500.000 Euro. Der Ausbruch der ASP wäre bei vorausschauender Politik höchstwahrscheinlich zu verhindern gewesen. Dänemark macht es vor. Dort wurde schon vor über einem Jahr ein stabiler Wildschutzzaun entlang der Grenze zu Deutschland errichtet und Schwarzwild konsequent bejagt. Also, einen solchen Schutz hätten sich auch die deutschen Bauern gewünscht. Die Entscheidungsträger in der Politik aus CDU, CSU, SPD, Linke und Grüne haben leider auf allen Ebenen kläglich versagt. Der angedachte Wildschutzzaun an der Oder und Neiße zur Abwehr der in Polen grassierenden ASP wurde nie fertig gebaut. Als Notmaßnahme im Zuge der Nachsorge hatten wir von der AfD unmittelbar nach Ausbruch der ASP hier im Landtag die verstärkte Bejagung des Schwarzwildes als Überträger der Seuche gefordert und dazu beantragt, Nachtzieltechnik, insbesondere die Bejagung mit Infrarotaufhellern, zu genehmigen. Dies ist nun in der Novellierung des Bundesjagdgesetzes vernünftigerweise vorgesehen. Darüber hinaus hatten wir eine Abschussprämie von 100 Euro gefordert. Einige Bundesländer haben eine solche inzwischen eingeführt. Wir sind gespannt, wann Hessen nachzieht. Verehrte Damen und Herren, in aller Bescheidenheit möchten wir hier mal zu Protokoll geben, dass die vernunftgeleitete Politik der AfD offensichtlich wirkt. Ja, lachen Sie nur, da kommt noch mehr. Die Auswirkungen dieses Politikversagens bei der ASP spüren die deutschen Bauern, Ferkelzüchter und Schweinemastbetriebe unmittelbar. Der Exportmarkt ist zusammengebrochen, die Ferkelpreise sind im freien Fall bei aktuell 25 Euro pro Tier. Das ist ca. 30 Euro unter den tatsächlichen Erzeugerkosten. Die Schweinepreise mit knapp über 1,21 Euro pro Kilo sind nicht kostendeckend. Ein Milliardenverlust für die gebeutelte deutsche Landwirtschaft. Viele Betriebe werden diese Krise nicht überstehen. Man gewinnt den Eindruck, Erfolg in Ihrem Sinne ist erreicht, wenn maximaler Schaden angerichtet ist.
verehrte Damen und Herren, schauen wir uns die Politikbereiche an, wo Sie Ihr Unwesen treiben. Migration, Euro-Rettung, Energiewende, Industrie- und Landwirtschaftspolitik. Ihr Meisterstück in Sachen Existenzvernichtung, besonders des Mittelstandes und der Arbeitsplätze und Einschränkung aller bürgerlichen Freiheitsrechte liefern Sie ja gerade mit der Corona-Krise ab. Ein Dauergeneralstreik von oben, verordnet von Frau Merkel und ihren Ministerpräsidenten. Macron hat dem Virus den Krieg erklärt, Söder scheint ihn zum Vorbild zu nehmen. Es fragt sich, was läuft hier gerade ab? Ist das vielleicht eine Kulturrevolution oder doch nur die neue Normalität? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Schenk. Das Wort hat der Abgeordnete Frank Diefenbach, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie meine Kollegin vorhin schon sagte, die beiden letzten Reden atmen wir einfach weg. Alles, was der EP09 für die Umwelt tut, alles, was das Ministerium für die Umwelt macht, hat seine sachlichen Gründe. Es ist aber auch wegen der Corona-Krise bedeutsam, denn die geschwächte Gesellschaft und die geschwächte Wirtschaft müssen natürlich durch eine möglichst ökologische und nachhaltige Politik gestärkt werden. Jetzt wegen der Krise antizyklisch Hilfe leisten in allen Bereichen der Gesellschaft und gleichzeitig die Umweltpolitik voranbringen. Das ist unsere Aufgabe. Wir leisten im Jahr 2021 ein Gesamtvolumen von 763 Millionen € für die Umweltpolitik in Hessen und im gesamten Landeshaushalt bis 2023 1,8 Milliarden Euro. Und was machen wir mit diesem Geld? Eine ganze Handvoll. Wir machen erstens, wir wollen eine möglichst große Artenvielfalt. Zweitens, wir brauchen sichere Verhältnisse für die Verbraucherinnen. Wir brauchen für die Kommunen die Möglichkeit, das Klima mitzuschützen. Wir brauchen eine gesunde Ernährung mit einer gesunden Landwirtschaft. Und wir brauchen einen gesunden, klimarobusten Wald. Viele Expertinnen sagen, die Natur kann sich seit Corona immer mehr erholen. Ob das stimmt, weniger Flüge hier, auf der anderen Seite mehr Verpackungsmaterialien, auf der anderen Seite, weiß ich nicht genau. Aber es ist am Ende unsere Aufgabe, alle umweltpositiven Effekte der Corona-Krise auch aufzunehmen und neu durchzudenken und auch in die Zukunft eventuell mitzunehmen. Dies gilt für die natürlichen Umstände insgesamt, und es gilt für den Feldhamster genauso wie für den Wolf. Durch die Erweiterung des Nationalparks Kellerwald-Edersee haben wir einen Meilenstein in der Naturwaldentwicklung, in der sich die Artenvielfalt jetzt unbedingt entwickeln kann. Hier stehen die Mittel bereit für z.B. Wildmonitoring und Entwicklung von Biotopen. Wir brauchen die unberührte Natur für die Entwicklung der Artenvielfalt. Und wir schützen auch die Ansiedlung des Wolfes. Denn der gehört auch zu den schützenswerten Arten dazu. Für den Umgang und die Wiederansiedlung des Wolfes stellen wir für neue Bewilligungen 2 Millionen Euro für das Wolfsmanagement nach unseren Hallenmaßnahmen zur Verfügung. Aber auch gerade deshalb haben wir ein neues Landesprogramm zum erhöhten Schutz der Herden im Hinblick auf die residente Ansiedlung von Wölfen. Das Land bietet neben der seit 2018 laufenden Basisförderung weitere Unterstützung an. Hierfür stehen im Finanzplanungszeitraum 4 Millionen Euro zur Verfügung. Und wir haben in Hessen die Weidetierprämie. Und die Frage ist, wieso haben wir die eigentlich? Hat man die uns vom Bund geschenkt? Die Antwort lautet nein, die sind nicht geschenkt worden, sondern die Weidetierprämie hier bei uns hat die Hessische Landesregierung auf den Weg gebracht, weil der Bund nichts macht.
Die Verbraucherschutzzentrale hat ihre Telefonberatung massiv ausgeweitet. Für allgemeine Hinweise ist die Telefonberatung kostenfrei. Bei näherem Beratungsbedarf wird dann ein kostenpflichtiger Vor-Ort-Termin ausgemacht. Aber aus 2021 gibt es auch eine Videoberatung, die eingeführt wird. Wir unterstützen dafür die Verbraucherschutzzentralen und auch das DHB-Netzwerk Haushalt. Wir haben für den Verbraucherschutz besondere Zeiten. Bereits von 2019 auf 2020 gab es einen massiven Zuwachs von 665.000 €. Für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen insgesamt werden für neue Bewilligungen insgesamt 33,4 Millionen € zur Verfügung gestellt. Im Bereich Klimaschutz sind bereits fast alle der 140 Maßnahmen des integrierten Klimaschutzplans umgesetzt oder in der Umsetzung. Die Kommunen bekommen mehr Fördermittel und eine höhere Förderquote für Klimaschutz, damit sie in der schwierigen Lage mit Corona das Thema Klimaschutz weiter beherzt anpacken. Für uns ist entscheidend, dass Klimaschutz und Corona-Krise eben keine Gegensätze sind, dass wir sie gemeinsam bekämpfen müssen. Denn wir haben beim Klimaschutz einfach keine weitere zeitliche Wahl. Wir müssen das alles jetzt machen. Klimaschutz ist ein Bereich, bei dem jeder einen Beitrag leisten kann, auch ganze Gemeinden und Städte. Das kann man nicht laut genug sagen, gerade jetzt vor den Kommunalwahlen. Man kann Schulhöfe verschatten, man kann Energie einsparen, man kann neue Formen von Mobilität einführen. Klimakommunen können für ihre Projekte 100% Förderquote erhalten. Und wir denken Klimaschutz in allen Bereichen, mit auch bei der Dorfentwicklung, bei der Gaststättenförderung. Unsere Moorstrategie ist eine Strategie für Klimaschutz, der Erhalt und der Aufbau klimastabiler Wälder in Hessen, ebenso wie der Ökolandbau, wo wir vorbildlich sind. Die Förderung im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz steigt im Bewilligungsvolumen insgesamt von 173 Millionen € auf 294 Millionen €. Davon gehen wiederum 10,1 Millionen € insgesamt für neue Bewilligungen im Rahmen des Ökoaktionsplans auf, alles eigene Landesmittel. Damit sollen Maßnahmen unterstützt werden, die helfen, die Rahmenbedingungen für den Ökolandbau in Hessen zu verbessern, aber auch besonders nachhaltige Betriebe und Betriebe, die in der regionalen Vermarktung tätig sind, werden davon profitieren. Besonderes Flashlight des Ökoaktionsplans ist, ganz Hessen ist jetzt eine gemeinsame Ökomodellregion. Und damit bringen wir die Hersteller von gesunden Lebensmitteln immer und die Verbraucher immer enger zusammen. Die Produktion von Lebensmitteln wird ökologisiert, die Transportwege werden durch regionale Vermarktung reduziert, und dadurch wird der Lebensmittelmarkt für alle noch attraktiver. Sinn der Ökomodellregion ist, gesunde Lebensmittel für die Menschen, die regionale und ökologische Lebensmittel wollen. Der Ökolandbau und die Ökomodellregion sind klimafreundlich, sie binden mehr CO2, und man benötigt weniger fossile Brennstoffe. Über den ländlichen Raum hat der Kollege Ruhl vorhin schon gesprochen. Wir haben es hier, die Menschen haben in der Corona-Krise im ländlichen Raum es in mancher Hinsicht leichter gehabt als in den Städten. Aber das kann man nicht für alle so behaupten. Die Gastronomie hat es hart erwischt. Das gilt allerdings auch für die Städte. Wir haben jetzt in den Jahren 21 bis 24 im Rahmen eines Sonderprogramms zur Erhaltung und zur Stärkung von Hotellerie und Gastronomie im ländlichen Raum zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 9,5 Millionen € zur Verfügung gestellt. Damit wird den Gaststätten im ländlichen Raum die Möglichkeit gegeben, sich zu modernisieren. Besondere Bedeutung haben auch unsere Wälder. Unsere Wälder wieder fit zu machen gegen den Klimawandel ist ein zentrales Anliegen der Landesregierung und der sie tragenden Fraktionen. Die letzten Jahre waren hart für den Wald, und wir werden jetzt alles daran setzen, den Wald zu retten, indem wir ihn stabilisieren und auch umbauen. Das Bewilligungsvolumen der Förderung im Bereich Forsten und Naturschutz
steigt um rund 13,4 Millionen auf 83 Millionen. Für neue Maßnahmen im Rahmen der Unterstützung privater und kommunaler Waldbesitzer bei der Schadensbewältigung und zum Aufbau klimaangepasster Wälder werden in 2021 im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe GAC rund 6 Millionen Euro zur Kofinanzierung der Drittmittel bereitgestellt. Insgesamt stehen für Neubewilligungen mehr als 41 Millionen Euro hier zur Verfügung. Die Corona-Pandemie hat auch für die von Hessen-Forst betreuten Forstbetriebe des Körperschafts- und Privatwaldes massive Auswirkungen. Wir werden die Beförsterungskostenbeiträge im Körperschafts- und Privatwald für die Jahre 20 bis 23 erneut absenken. Die dadurch entstehenden Mindereinnahmen des Landesbetriebes in Höhe von 12 Millionen Euro werden aus dem Sondervermögen ausgeglichen. Auf das Jahr 21 entfallen rund 2,9 Millionen Euro. Um einer ökologischen Waldwende gerecht zu werden, brauchen wir auch eine Wende bei den Stellen von Hessen-Forst. Wir schaffen bis zum Jahr 2025 insgesamt 220 Stellen mehr als ursprünglich vorgesehen. Mit dieser Regierung und den sie tragenden Landtagsfraktionen wird es wieder FörsterInnen geben, die sich mit ihrer ganzen Energie dem Umweltschutz im Wald widmen können. Der Wald, Herr Kollege, Ihre Redezeit läuft derzeit ab. Wir kümmern uns. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Diefenbach. Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Kollegin Wiebke Knell. Die Freien Demokraten haben 5 Minuten. Jetzt haben Sie erst einmal 5. Nee, Sie haben nicht mehr, sondern das ist dann im letzten Tagesordnungspunkt bzw. im letzten Einzelplan kommen dann die Anrechnungen zustande. Bitte, Frau Kollegin. Gut, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin Hinz, Sie haben zu Beginn der kursorischen Einzelplanlesung gesagt, dieses Jahr sei nicht viel Raum im Haushalt. Nicht viel Raum, das ist dann wohl die grüne Art zu sagen, dass man die Ausgaben im kommenden Jahr nicht allzu massiv steigern will. Das mag auch auf den ersten Blick so sein, aber das liegt natürlich auch daran, dass Sie schon 50 Millionen € aus Nachtragshaushalt II und den Sonderschulden erhalten haben. 5 Millionen € für das Förderprogramm Nachhaltige landwirtschaftliche Betriebe, 2,5 Millionen € für die energetische Sanierung von Forsthäusern, die wir heute ja schon mehrfach angesprochen haben. Nirgendwo anders wird es so deutlich, welche Ziele die Landesregierung mit dem sogenannten Sondervermögen wirklich verfolgt. Das ist ein Schattenhaushalt und es bleibt auch ein Schattenhaushalt. Und dass die Liegenschaften von Hessen-Forst energetisch saniert werden oder auch bei der nachhaltigen Landwirtschaft Geld dazukommt, da haben wir als Freie Demokraten inhaltlich nichts dagegen. Aber das hat alles eben nichts mit Corona zu tun. Und deswegen hätte es in den normalen Haushalt gehört. Deswegen hätten wir heute darüber diskutieren müssen. Aber dann hätten Sie natürlich an anderen Ecken sparen müssen. Das wollten Sie nicht. Einige Themen, die wir in der Lesung des Haushalts 2020 diskutiert haben, sind heute auch noch so aktuell wie damals. Zum Beispiel das Thema Verbraucherschutz, über das wir noch gar nicht so hier gesprochen haben. Der Wilke-Skandal ist mittlerweile ja über ein Jahr her. Dass sich in Hessen aber an der Situation der Lebensmittelkontrollen irgendwas verbessert hat, das kann man diesem Haushaltsplan nicht entnehmen. Vor Ort fehlt nach wie vor das Personal, und dieses Problem können Sie auch nicht mit der Stelle des Sichters, der jetzt die E-Mails liest, verbessern. Dass die Landesregierung dann auch noch im Bundesrat der Schwächung der Regelkontrollen zugestimmt hat, hat die Situation dann auch nicht verbessert. Im Landwirtschaftsbereich ist der Haushalt wie schon in den vergangenen Jahren in einer Schieflage, damit bis zum Jahr 2025 25% der Flächen auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt werden. Über 10 Millionen Euro Gesamtkosten für den Ökoaktionsplan im kommenden Jahr. Ganz unabhängig davon, ob es überhaupt einen Markt für ökologische Nahrungsmittel in dieser Größenordnung gibt. Und ich bezweifle das, denn dann würde der Umstieg auf ökologische Bewirtschaftung auch marktgetrieben und ohne so hohe Subventionen funktionieren. Und das tut es eben nicht. Aber Sie legen eine planwirtschaftliche Zahl fest. Ob die Ziele bislang erreicht worden sind, konnten Sie uns nicht sagen in der kursorischen Lesung. Und ein Thema, bei dem die Landesregierung den Ernst der Lage noch nicht erkannt hat, wurde eben auch schon angesprochen, ist die afrikanische Schweinepest.
500.000 € ist da alles, was hier eingeplant wird. Ich nehme durchaus zur Kenntnis, dass Sie dort Maßnahmen ergriffen haben, Zäune anschaffen, für die Tupferproben gibt es etwas mehr Geld. Ich sage Ihnen aber, das wird nicht reichen, wenn die ASP wirklich ausbrechen sollte. Es fallen jetzt schon so viele Gesellschaftsjagden aus. Die Strecke beim Schwarzwild wird sicher kleiner werden. Wir brauchen dringend eine intensive Bejagung des Schwarzwilds, solange eine Ausbreitung der ASP droht. In Bayern wurde die Abschussprämie jetzt noch einmal erhöht. Auch wir haben dazu Vorschläge gemacht, viele Vorschläge, wie man die Jägerschaft, die Hundeführer unterstützen kann. Aber sie waren da leider nicht kompromissbereit. Und wenigstens bei der Vermarktung des Wildbretts hätte es schnelle Hilfe gebraucht. Da haben Sie schon vor Monaten angekündigt, dass ein Programm kommen soll, aber passiert ist da bisher auch noch nichts. Das würde wirklich unterstützen, weil natürlich das Wildbrett aktuell auch nicht an die Gastronomie abgegeben werden kann. Ich hätte mir auch einen Schwerpunkt gewünscht beim Thema ländlicher Raum, auch wenn die Kollegen der Regierungsfraktion es angesprochen haben. Meiner Meinung nach ignorieren Sie völlig die Interessen der Menschen auf dem Land. Das zieht sich vom Thema Wolfsmanagement in Ihrem Verantwortungsbereich durch den ganzen Haushaltsplan. Und das ist auch ein generelles Problem dieser Landesregierung. Dass die Landesstraßen weiterhin verfallen, sieht man ja zum Beispiel bei Einzelplan 7. Aber was tut denn jetzt das Umweltministerium für den ländlichen Raum? Kollege Ruhl hat es ja eben wirklich sehr poetisch und schön beschrieben. Aber leider sind das nicht die Erfahrungen, wenn man dann mit den Menschen spricht. Und das wissen Sie ja besser auch als ich im Vogelsberg. Wenn man dann mit den Leuten spricht, da findet man keine große Begeisterung für diese Landesregierung. Das auch zu Recht. Wenn Herr Diefenbach die Gaststätten anspricht, natürlich ist das ein schönes Programm, aber welche Gaststätte hat denn in der aktuellen Zeit jetzt überhaupt das Geld, große Investitionen zu haben? Die stehen doch alle kurz vor dem Aus. Und die Förster, die Sie angesprochen haben, ja, schön, dass Sie jetzt den Stellenabbau gestoppt haben. Das haben wir letztes Jahr, ist das ja beschlossen worden. Aber vorher haben Sie ja die Stellen erst einmal abgeschafft. Das muss man ja nun auch mal dazu sagen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Ich möchte noch einmal zum Wolfsmanagement zurückkommen. 2 Millionen € planen Sie zusätzlich ein für Heimmaßnahmen im Rahmen des Wolfsmanagements. Aber Ihr Wolfsmanagement funktioniert nicht. Es gibt immer mehr Risse. Die Tierhalter und viele Leute vor Ort haben Angst. Und bei den Rissbegutachtungen gelingt nur äußerst selten ein Nachweis. Manchmal kommen auch die Leute nicht. Selbst bei offensichtlichen Wolfsrissen gibt es dann keinen richtigen Nachweis. Und das hat natürlich dann auch Konsequenzen beim Thema Entschädigung. Und es geht weiter mit der Frage, warum bis heute nur Schäden bei Schaf- und Ziegenhaltern erstattet werden. Was ist denn mit den... Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Ja, ich brauche noch ein bisschen, wir haben uns abgesprochen. Mit den Rindern, was ist mit den Pferden, was ist mit den Alpakas? Der Stellenabbau bei Hessenforst, und das begrüßen wir natürlich ausdrücklich, wurde ja bereits im vergangenen Jahr gestoppt. Wir sehen in diesem Haushaltsplan die wegfallenden Vermerke, das ist auch gut. Aber was ist mit den privaten und den kommunalen Waldbesitzern? Wenn Sie einen Spaziergang im Wald machen, da stehen immer noch massenhaft kranke Fichten. Da müssten Sie doch auf die Idee kommen, dass es bei den Förderkulissen irgendwas nicht so richtig gut läuft. Und es lohnt sich einfach nicht, die befallenen Bäume zu fällen, weil man eben die nicht mehr vermarkten kann. Und daran ändert es auch nichts, wenn die Beförsterungskosten für kommunale Waldbesitzer in den nächsten Jahren nicht steigen. Also, Sie setzen insgesamt beim Einzelplan 09 die falschen Prioritäten. Sie hatten keinen Druck, irgendetwas zu ändern oder gar etwas sparsamer zu werden, weil Sie sich mit den Sonderschulden schon einen grünen Wunschzettel erfüllen konnten. Und im regulären Haushalt setzen Sie weiter auf grüne Wohlfühlthemen, anstatt den Verbraucherschutz, den Privat- und Kommunalwald und die gesamte Landwirtschaft in Hessen zu stärken. Wir lehnen deswegen den Einzelplan ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Knell.